Happy, 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 happy Home Designer. Happy, 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 happy Home Designer. Happy, 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 happy Home Designer. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Pikachu, Gift, Jurak. Happy Home Designer mit dem Unfähigen. Sie meint Carlotta. Was hat denn Carlotta für ein Gesicht? Sie sieht aus wie ein Ditto. Was? Dieses Ditto, was ich nicht richtig nicht verwandeln kann in Pokémon. Guck mal ihr Gesicht an. Sie schmollt bei mir. Sie hat einen Schmollmund. Sie hat so kleine Augen. Sie sieht aus wie ein Ditto. Was ist falsch bei dir? Ah, guten Morgen auf einen weiteren erfolgreichen Tag bei Miri. Was hältst du davon, wenn wir die öffentliche Einrichtung Sie sieht aus wie ein Ditto, das ist mir erst jetzt aufgefallen. Ja, machen wir ein, okay. Was? Machen wir bei Melinda einen öffentlichen Auftrag ja. heute. Ah, hallo, ah, nein, Miri. Nein, halt, erst was lernen. Oh, warte. Nein, nein, ich möchte nicht sehen, was du hast. Erst lernen, ich will es fast vergessen. Ah, oh, laber nicht so viel. Lernen. Stell dir mal vor, wir vergessen es einen Tag und dann? Ja. Ich habe gehört, dass, jetzt hätte ich was den Tag beenden. Ja, ich auch. Willkommen beim Studienbuch der schönen Häuser. Was möchtest du dich heute fortbilden? Grundkurs Design. Nein, danke. Mach doch mal. Fotos von Profis, Insektenkunde, Ozeane heute. Musikgestaltung. Typveränderung total. Das klingt auch interessant. Du hast schon Fenster intensiv. Ja. Ich glaube, ich versuch's mal mit Musikgestaltung. Ich mach Typveränderung total. Okay, dann warte ich erst, was das beides ist. Warum? Weil ich sehen will. Was passiert da? Nein, da kann ich mein Aussehen verändern. Mehr nicht? Ja. Gut. Dann, das mache ich dann nämlich nicht. Naja, dann, man muss es wahrscheinlich lernen, dass du die höheren Kurse freischaltest von allem. Wirklich? Ich glaube schon. So, fertig gelernt. Musikgestaltung. Der Ton macht Melinda. Die Musik. Und Hintergrundgeräusche machen die Einrichtung. Ich kann Hintergrundgeräusche einstellen. Herzlichen Glückwunsch. Audioambiente. Also ich könnte Kaffee machen und so. Ganz toll. Wellengeräusche, pfeifender Wind. Danke, ja, das wollte ich. Na toll. Ja, schön, danke. Cool. Okay, jetzt mit Melinda. Hallo Melinda. Ah, hallo Bamiri. Du möchtest sicher einsehen, welche Projekte gerade gebaut werden können. Bitte sehr. Laden. Laden. Verkaufsraum. Auf dem Touchscreen siehst du, was zu dieser Einrichtung dazugehört. Könntest du dich darum kümmern? Okay. Ausnahmsweise. Das ist nicht so viel, glaube ich. Ist nur ein. Oh, warte mal, wir können jetzt ein Grunddesign aussuchen wahrscheinlich. Ich glaube auch. Sehr schön. Ja. Sagst du noch was? Wie? Nein, du bist schon gefahren. Sie hat noch gesagt, Ach so. Sehr schön, dann lass uns mal zum Baugelände gehen. Gut, dass Miri wieder schneller ist. Du beginnst am besten damit, dass du das Außendesign festlegst. Ich bin noch nicht so weit. Nein, ist mir egal. Boah. Okay, jetzt darf ich. Supermarkt. Mal sehen. Oh, da gibt es noch eine zweite Boah, Seite. Boah, ist der Alpink. Die Eckigen sind aber langweilig. Ja, schon irgendwie. Ich finde das zweite am besten. Erste Reihe, das zweite. Den ganz dunklen? Ja, ich finde es cool. Neben den rosanen. Ja, viel Spaß. Perfekt, und jetzt wenden wir uns dem Grundriss zu. Oh oh. Ja. Okay, das war ja letztes Mal, also ich weiß nicht, ob ich das Größte machen will, das ist so viel Arbeit. Nehmen wir das Zweitgrößte. Ich habe überlegt, oben rechts das in der Ecke. Ja, das Zweitgrößte. Okay, nehmen wir das. Ja. Wunderbar. Lass uns mit der Planung der Inneneinrichtung fortfahren. Zum Glück müssen wir da jetzt kein Außengelände machen. Nee. Oh, das sieht ja schön aus, der Boden. Wow. Ich freue mich schon auf das Ergebnis. Ja, ich auch. Mich auch. Das Interessante ist, dieser Verkaufsraum hat nur ein Fenster. Eins. Was? Wo? Wo? Da, unten. Wie unten? Unten ach, da. Halt. Ach, ich hab's gefunden. Man so, jetzt kann ich erstmal die neuen Ambiente ausprobieren. Oh, warte. Ja, viel Spaß. Regen. Ja, Regen ist gut. Ganz in Rot. Strandambiente. Urwaldambiente. Warum? Wildnis. Ha. Stadion. Weltraum. Passend zum Äußeren. Es gibt Baustellenambiente. Was ist falsch?
Okay, wir machen... Keine Vorhänge. Kaufhausambiente gibt es. Sehr schick. Ich glaube, das muss ich nochmal ändern. Was gibt es denn für schöne Wände? Mini-Supermarktwand. Okay, ja, warte kurz. Ich weiß nicht so recht. Ja, aber die Pastellkachelwand ist auch okay. Ja, schon. Oder die rot-weiße Kacheltapete. Ich meine, es ist ein Laden. Ja, es soll ja jetzt nicht den Kunstwettbewerb gewinnen. Ich glaube, ich nehme die rot-weiße. Ich auch. Und Boden, gibt's auch was Neues? Was denn? Es gibt neue Fliesen. Grün. Nimmst du die grünen? Ich hatte vor, die blauen zu nehmen. Ja, ich auch. Hörst du jetzt mal auf damit? Super. Ja, bin so stolz. Dann gucken wir mal erstmal, was die Anforderungen sind. Was will sie denn? Eine Kasse und zwei Warentische, okay. Wow, das kriege ich hin. Was haben wir denn neuen Möbeln? Hocker. Eine Musikbox, warum? Geschenkpapier, ja. Hier, ich habe eine Kasse hingestellt. Wir stellen die einfach mitten in den Raum. Wow, wie viele neue Möbel das einfach gebracht hat. Eine Popcornmaschine, aber die macht doch dem Laden nichts. Ich weiß gar nicht, was für ein Laden... Ich weiß auch noch nicht, was ich für einen Laden machen soll. Nehmen wir die Auslage. Oh, Alter, guck dir das mal an. Was ist denn? Wie viele neue Sachen es gibt. Oh, dann kann man ja verändern. Braun, hellblau, weiß. Weiß. Es gibt die Behindertengradspiele, wo man nie was gewinnt. Das muss ich hinstellen. Warte mal, kann man damit spielen? Ja, ich kann damit spielen! Und krieg was? Bitte, 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 ich will das Pikachu oder was auch immer das ist. Ja. Oh, er hat's Habt ihr das gesehen? Dieser typisch frustrierende Moment, in dem der Kran runterfährt, das Teil berührt, es leicht anhebt und dann einfach fallen lässt. Du Arsch. Da das immer voll der Kundenfänger ist, muss das direkt in den Eingangsbereich. Direkt davor. So, la la la, hallo Leute. Okay, nein, tu mir. Ja, ganz viele, ganz... Oh, ups. Ganz viele was, ups? Ganz viele Tische zum Ausstellen. Warum ist das pink? Es müsste ja jetzt nicht pink sein, ne? Aber sonst... Ich kann eine Arcade... Dreh am Rad. Was ist? Nix, ich finde das total cool, was es hier an Möbeln gibt. Warenauslage. Vor allem so viel Platz, was mache ich damit? Ja. Was mache ich mit meinem ganzen Platz? Da bin ich auch noch nicht ganz sicher. Okay, was habe ich denn hier schönes? Pflanzen. Ach, das ist ein Displaytisch, okay. Ja. Ich muss immer alles aufstellen, damit ich weiß, ja, was ich habe. Hier kann sich die Kassiererin hinsetzen. Ein Kassenband fehlt, oder? Ja, stimmt. Hast du denn eine Kasse? Also nur außer die alten Kassen? Nein. Du? Gibt nur diese normalen, ne? Vom letzten. Ja. Von den anderen Gebäuden. Okay. Ich mach dann mal eine Blumenabteilung. Ja, ich bin echt total unsicher, wie ich das gerade machen soll. Also eigentlich haben Supermärkte ja immer so behinderte Gänge. Außerdem sind außenrum alle Wände vollgestellt. Immer. Ja, und meistens ist hinten links die Frischfleisch und Milch und was weiß ich. Frischfleisch. So eine Fleischtheke, weißt du, wo einer dahinter steht? Hier gibt's Eis. Das ist aber ein Supermarkt und kein Laden. Warte mal, du hast dich damit auseinandergesetzt. Was waren die Definitionsunterschiede? Erklär das mal unseren Zuschauern. Was? Keine Ahnung. Ein Eiscreme-Spender macht nicht mal Sinn. Warum nicht? Ja, wofür? Weiß ich nicht. Musst du doch wissen. Ja, auch nicht. Oh, eine Pflanze. Okay, warte mal, können wir das umgestalten? Nein, ich kann sie nicht umgestalten. Kann ich dich umgestalten? Hatte ich nicht irgendwo so ein Pflanzending, wo Pflanzen drin wären? Hallo? Gut, machen wir noch eine zweite, dann sieht es wenigstens aus, wenn es viel wäre. Ja. Ja? Ja, ja, ich bin leise am Nachdenken. Ja, ich auch. Es hat so viel Zeug, dass ich nicht weiß. Ich meine, wo sind Regale? Das wollte ich nicht umdrehen. Es gibt keine Regale. Ja, hab ich auch gemerkt. Das wäre voll unrealistisch. Aber die kann ich umdesignen, okay.
Pink und weiß, grün und weiß, blau und weiß. Jawohl, das gefällt mir. Das passt. Oh ja, zum den Ambiente. Kann ich noch aufhängen. Ja, ja, mehr Schränke, mehr Win. So, da das ein Warenhaus ist, ja, müssen die Leute durch die Gänge gehen. Habe ich mal so gelernt, dass man das in einem in unterschiedlichen macht. Farben. Okay, ich habe ihn weggeworfen. Mist. Was hast du weggeworfen? Nichts. Ja, ja. So viel warum, Zeug. Warum durfte ich das jetzt nicht umtauschen? Habe ich beenden gedrückt? Ja. Ah, hier gibt es diese Bonbons aus Animal Crossing, aus dem normalen Spiel. Was hier, kauft Bonbons. Ja, ich weiß nicht mehr, woher die waren, aber die gab es halt im New Leaf. Schokolade, wer will Schokolade? Schokolade. Du? Oh. Nein. Oh. Bitte. Mama Bär. Schokolade und Mama Bär und Spielzeugfiguren-Set. Die Pflanzenabteilung hier. Hast du auch eine Pflanzenabteilung? Nein, soweit bin ich noch nicht. Ich bin bei Spielzeug. Was war das? War das? Was Bärenfigur? Oh, die ist ein bisschen groß. Samenbeutel. Ja. Oh Mann, das ist ja ein chaotischer Laden, den ich hier gerade gestalte. Gefällt mir nicht. Irgendwie nicht so richtig. Das hat einen Kaugummiautomaten. Gib mir. Ist das so einer, wo das so stundenlang rumrollt? Warte. Da! Ah, naja, fast. Was? Ich kann draufdrücken und es macht. Ich habe gehört, das sind Kundenfängerwaren. Die müssen eher an die Kasse. Apropos Kasse. Was ist apropos Kasse? Ja, ich bin noch total unschlüssig, wie ich diese ganzen. Ich meine, der Supermarkt braucht zwar viel Platz, aber. Mehr Schränke, mehr Win, mehr Schränke, mehr Win. Ja, dann machen wir jetzt hier auch Blümchen hin. Blumen im Garten. Nachmache. Du hast mich doch gefragt. Nee. Doch, hast du. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Du hast mich einfach nur nachgemacht. Kann ich dich denn nicht verschieben? Was haben wir denn hier noch? Oh, Samenbeutel. Sehr schön. Okay, was mache ich sonst noch? Gut, dass ich erst mit den Pflanzen fertig bin. Ja, ich bin da gerade hingekommen. Hast du nur die neuen genommen oder hast du auch alte genommen? Auch alte. So viele Pflanzen kannst du da bei dir hinstellen? Ja, schon irgendwie. Mist. Hier gibt's Kakteen, frische Kakteen in Angebot. Das hört sich ja cool an. Wie? Ja, dein Angebot. Ja, so. Bring mich nicht so aus dem Konzept. Was haben wir hier noch? Bitteschön, ganz viele Blumen gibt's hier zu kaufen. Ich hab doch irgendwo diesen Blumenständer. Ich meine, Pflanzen müssen eh an der Sonne stehen, also stellen wir es hier an die Blumenvitrine vors Fenster. Alter, ist sie groß. Okay, passt schon. Die brauchen immer frisches Licht, habe ich gelernt. Ja. Mhm. Ja. Ja. Brav. Hast gut gelernt. Ja, weiß ich. Ja. Danke. Glückwunsch. Ja, bitte. Mhm. So. Hier gibt's frische Waren, Chips gibt's hier und Zitronen und. Oh, ich will Chips. Oh, haben wir vergessen zu kaufen. Oh. Und ein Snagomat. Kennst du ein Snagomat? Ja. Ich meine, so ein Snackautomat macht zwar nicht ganz so viel her in so einem Laden, aber. Ich glaube, die Farbe passt nicht. Nehmen wir weiß. Okay, ich habe beenden gedrückt, scheiße. Ja, ja. Klappt gut. Bei was dir hast auch? Du beendet? Das Umgestalten von meinen Sachen. Ach stimmt, ich kann ja alles mal umgestalten. Ich da mal nicht dran denke.
Ja, ja. Oh, du hast mich da auf eine tolle Idee gebracht, dankeschön. Mr. Unfähig. Wieso ich? Tja, weil, wer sonst? Wie, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja, weil ich dich auf Ideen bringen muss. Ja, danke. Ja, du kommst nicht selbst auf Ideen. Nein, ja, doof. Ja, richtig. Also, so meine ich das jetzt nicht. Nicht? Nein. Sicher? Ja. Das Gefühl hatte ich aber. Nein. Du weißt gar nichts von mir. Warum steht der Tisch jetzt falsch rum? Oh ja, ich könnte die Tische einfach falsch rum mittendrin stellen. Bei mir gibt's alles. Okay, sieht also ein bisschen ähnlich aus, aber wir designen es ein bisschen um und dadurch sieht es dann anders aus. Wow. So, aber wir müssen, Miri, wir müssen die Folge jetzt schon wieder mittendrin. Jetzt schon? Ja. Unglaublich, oder? Das ist ja schrecklich. Ich kann da nichts für. Wir machen jetzt eine Pause für euch. Ihr könnt morgen den Rest der Folge weitergucken, ja, wenn ihr wissen wollt, wie unsere tollen Supermärkte morgen aussehen. Und ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst Däumchen nach oben da, guckt bei Miri vorbei oder bei mir. Ja, bei dir, guckt bei dir vorbei. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.